Hey Leute, ich bin's, MacPaverick. Granitspülen wie diese werden immer beliebter in den Küchen. Allerdings brauchen die auch eine besondere Pflege und auch bei der Reinigung muss man auf einiges achten. Ich zeige euch, wie ihr die wieder richtig reinigen könnt und wie ihr selbst hartnäckige Verschmutzung entfernen könnt. Ja, in so einer Spüle lagert sich sämtlicher Schmutz ab, Fett, Essensreste, Kaffeereste und vor allem vom harten Wasser bleiben immer Kalkflecken übrig. Grundsätzlich sollte man bei der Reinigung von solchen Granitspülen aber auf aggressive Scheuermilch oder Reinigungsmittel oder auch hier so eine Drahttopfreiniger verzichten, weil das Ganze sonst zerkratzen könnte. Im ersten Reinigungsschritt nehmt ihr einfach einen Schwamm. Wenn ihr so einen Topfschwamm nehmt, bloß nicht die raue Seite, sondern die andere Seite. Und dann nehmt ihr zum Reinigen einen Allzweckreiniger. So, Spüle dazu einmal kurz ausspülen und dann beginnt ihr das einmal auszuwischen. Anschließend alles gut abspülen. Anschließend mit einem leicht feuchten Tuch nochmal nachwischen, da wo man mit dem Wasser nicht so hingekommen ist. Dann das Ganze hier trocken einmal abwischen. Wenn jetzt nach dem Reinigen immer noch hartnäckige Flecken, wie hier bei mir dieser Kaffeefleck, zurückbleiben sollte, ja, dann nehmt ihr etwas Natron oder Backpulver, gebt das punktuell auf den Fleck einmal drauf. Dann so ein bisschen mit einem nassen Tuch das anfeuchten. Und drauflegen das nasse Tuch und ruhig mal einwirken lassen für 20-30 Minuten, aber bloß nicht mit scharfen Gegenständen drangehen. Nach einer halben Stunde könnt ihr das dann entfernen, könnt das einmal auswaschen. Wie ihr seht, der Fleck hat sich gelöst, denn das ist hier dann in das Backpulver reingegangen oder in das Natron, je nachdem was ihr nehmt. Das saugt das oder zieht das nämlich schonend aus dem Material heraus. Wer jetzt noch Probleme haben sollte mit Kalkrändern, weil er sehr kalkhaltiges Wasser hat, der kann so ein bisschen Klarspüler nehmen und das nochmal in die Spüle reingeben auf die betroffenen Stellen und dann nochmal mit einem trockenen Tuch so ein bisschen das Ganze einarbeiten. Dann sollten auch die letzten Kalkränder verschwinden. Und schon ist die Spüle wieder richtig schön sauber. Jetzt ist es so, dass diese Granitspülen dann irgendwann mal leider ein bisschen matt werden, nicht mehr so schön glänzen, wie sie das jetzt tut. Damit das langlebig ist, habe ich hier einen Tropfen Olivenöl reingemacht und das gebe ich jetzt hier in die Spüle rein, verteile das so ein bisschen. Das hat den Vorteil, dass der Schmutz erstmal schneller abperlt und dass die Spüle durch das Olivenöl weiter länger glänzt und geschont wird. Ja, ich hoffe, das Video war informativ. Wenn ja, freue ich mich über einen Daumen nach oben. Bis dann, euer MacPaverick.